Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler, ich bin Psychotherapeut und das heutige Thema ist, wie überwinde ich Einsamkeit? Einsamkeit ist eins von den quälendsten Zuständen in unserem Leben. Das Schlimme bei der Einsamkeit ist, dass ich eben niemand habe. Dass ich eben nicht wohin gehen kann, wo ich's möchte und dass nichts hält und nichts hilft und dass alles Veräppelung ist, wenn man jemand einen wohlgemeinten Ratschlag gibt. Das ist mehr Schlag als Hilfe. Und ich bleibe zurück allein mit mir und ertrage mich selbst schwer. Oder ich ertrage mich zwar, aber es ist einfach zu wenig. Ich brauche Kontakt, ich brauche jemand anderen. Und da helfen dann Ablenkungen nicht, da hilft dann Radio nicht, da helfen dann eigentlich nur andere Menschen und genau diese anderen Menschen sind nicht da. Was tue ich, um raus aus der Einsamkeit zu kommen? Ich möchte Ihnen einige Wege versuchen aufzuzeigen. Ein Weg ist, dass Sie innerlich akzeptieren, dass Sie einsam sind und dass Sie aber mit sich selbst Gemeinschaft haben können. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch sogar, aber was meine ich damit? Ich kann mich auch mit mir selbst unterhalten. Ich bin der einzig intelligente Gesprächspartner. Gibt es ja einen Witz. Ne? Das heißt, ich kann annehmen, innerlich, von Herzen her annehmen, dass es okay ist, so wie es ist und dass ich diese Einsamkeit auch als was Positives sehen kann. Es stört mich niemand, ich habe die Gedanken, die ich habe und ich finde die Gedanken gut. Ich kann mit mir sein, ich kann in Ruhe sein, ich kann mir alles so gestalten, wie ich will. Ich brauche auf niemanden Rücksicht zu nehmen. Es ist einfach jetzt eine angenehme Phase, dass ich mit mir allein sein kann. Und ich kann ja dann vielleicht, wenn es gelingt, auch dann punktuell Kontakte mit anderen suchen, aber ich muss nicht. Das Wichtige ist, und das meine ich, das würde ich Ihnen gern mitgeben, wenn ich es schaffe, die Einsamkeit ein Stück positiv zu sehen, daraus was Positives zu machen, sich nicht nur mit dem abzufinden als Quälerei, sondern als Chance, dann haben Sie eine gute Möglichkeit, um innerlich ruhiger zu werden. Und sobald Sie innerlich ruhiger sind, ist es positiver und sobald Sie es positiver sehen, ist es leichter erträglich. Wenn Sie nur die Qual sehen und nur das Furchtbare sehen, dass sie einsam sein müssen und dass sie da raus wollen, dann wird es immer unaushaltbarer. Das ist ein ähnliches Bild, wie wenn Sie jetzt in einer Situation sind, in der Sie nicht gern sein wollen. Beispiel ist, der Fahrstuhl hat eine Störung und er fährt leider nicht zum nächsten Stockwerk und Sie können nicht raus, sondern es sagt Ihnen eine Stimme über das Mikrofon, es ist leider ein größeres Problem, es kann Ihnen nichts passieren, keine Sorge, aber Sie müssen jetzt im Fahrstuhl alleine sein, bis eben wir kommen, wir brauchen eine halbe Stunde und dann lassen wir Sie händisch runter ins nächste Stockwerk. Und Sie haben jetzt eine halbe Stunde Einsamkeit vor sich. Sie können eine Panik entwickeln, Sie können sich aufregen, Sie können, wenn Sie ein Handy dabei haben, durchtelefonieren, eine halbe Stunde, dann vergeht die Zeit auch. Aber angenommen, Sie haben nichts mit und Sie stehen jetzt im Aufzug und müssen diese Einsamkeit aushalten. Und das kann ich gut verbringen, die Zeit, das kann ich schlecht verbringen, die Zeit. Ich kann mich fertig machen, dass ich schweißgebadet und nachher ein Valium brauche oder halt sonst irgendein Beruhigungsmittel, was nicht sehr gesund ist und auch nichts bringt, ja? Oder ich kann diese halbe Stunde sogar sinnbringend verbringen. Ja? Ich kann innerlich sogar entspannt aus der halben Stunde rausgehen. Es geht nur darum, was ich im Kopf aus dieser halben Stunde mache, aus dieser Einsamkeit mache. Und dazu lade ich Sie ein, dass Sie das positiv sehen, wenn Sie einsam sind. Ich möchte jetzt aber auch nicht alles schön reden, alles rosarot reden, weil Einsamkeit ist was Schweres und ist wirklich was Unangenehmes und ist was Quälendes. Und deshalb ist ein zweiter Weg, wie man mit Einsamkeit umgehen kann, zu überlegen, wie kann ich aus der Einsamkeit rauskommen? Kann ich was schreiben? Kann ich selber laut singen? Kann ich
kommunizieren mit etwas Kreativem, indem ich ein Bild male, indem ich eben ein Buch schreibe, indem ich singe, indem ich auch, wenn sie religiös sind, auch bete. Also was sind das für Möglichkeiten, die sie ansprechen, damit sie in Beziehung sind mit etwas oder mit jemandem? Also mit einem Bild ist etwas und mit jemand wäre eben zum Beispiel Gott. Also was ist es, was mir hilft, dass ich die Einsamkeit leicht überwinde? Wenn Sie sagen, das ist alles Hohn, es bringt alles nichts, alles ausprobiert, dann geht es wieder, wie zuerst erwähnt, sehe ich es positiv oder sehe ich es nicht positiv? Wenn ich es nicht positiv sehe, kann auch nichts Positives werden, dann bleibt die Einsamkeit quälend. Aber die Aufgabe ist ja, wie gelingt es mir, die Einsamkeit auszuhalten und ein Stück anzunehmen? Ein weiterer möglicher Schritt wäre, dass ich in der Lage bin, die Einsamkeit so zu nehmen, wie sie ist. Ich weiß, ich bin tagsüber unter Menschen und am Abend bin ich alleine. Ich kann mich darauf schon einstellen und habe schon mein Ritual, wie ich diesen Abend alleine verbringe. Und ich gewöhne mir das dann auch schon so an, dass ich die Einsamkeit gut aushalte, dass es mir gut geht mit der Einsamkeit, weil ich weiß, was mich erwartet. Also auch hier wieder Annahme. Letzter Punkt, der vielleicht das Schwierigste ist, aber ein durchaus wichtiger ist, die Einsamkeit lieben lernen. Was heißt das? Schon wieder was Verrücktes. Die Einsamkeit lieben lernen heißt, ich sehe das Großartige in der Einsamkeit. Ich kann in der Einsamkeit in Bereiche vordringen, in die ein Mensch, der ständig mit anderen Menschen in Kontakt ist, gar nie hineinkommt, in diese Tiefe, in diese Stille, in diesen Reichtum des Schweigens. Also ich kann auch übersteigen die Angst, ich kann durch die Angst durchgehen und ich kann aus dem, was mich eigentlich hindert am Leben, das so durchdringen, dass ich sogar was Großes draus mache. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie durch das, was Sie wirklich hindert, was Ihnen Angst macht, wo Sie echt leiden dran, dass Sie da durchsteigen hinein in eine neue Seinsqualität. Das gelingt und ich stehe Ihnen da gern bei, ich helfe Ihnen da gern als Psychotherapeut, solche Prozesse zu durchleben und durchzuarbeiten, dass Sie zu dem kommen, wo Sie merken, wow, es geht mir jetzt besser, ich habe jetzt mich echt versöhnt damit, ich bin da jetzt da viel freier und viel froher und ich kann sogar, was für manche vielleicht verrückt erscheint, einen Sinn in der Einsamkeit erkennen. Alles Gute und ich wünsche Ihnen Kraft, diesen tiefen Sinn zu erkennen.